Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen. Besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Alles klar, danke Professor Weasley. So, Freunde, es geht weiter. Let's see. Da war doch gerade ein Feind. Der Feind! Ich habe doch gerade was gesehen. Wirf einen Sumpfkrattler, während er wartet, um den Schleichangriff zu nutzen. Oh, oh. Oh Gott, ich kann mich hier kaum... Ah. Weg, 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 weg. Oh. Okay, da habe ich ja... Oh, prima, prima. So, jetzt komm mal her. Wirf einen Sumpfkrattler, während er wartet. Impulso. Was heißt denn, während er... Ach, was soll's? Ich mach dir jetzt fertig. Mach ich doch keine Wissenschaft draus. Ups. Oh nee, jetzt bin ich wieder... So geil, ich kann hier im Wasser nichts machen. Verdammt! Weg! Hoch, hoch, hoch! Jawohl! Nein, nicht wieder! Nicht schon wieder! Ah! Okay, das ist ganz garstig hier. Weg hier, weg hier. Einfach weg. Ich werde jetzt nicht noch einen Powertrank verschwenden. Auf gar keinen Fall. Avada Expelliarmus. So. 10 von 10 Sumpfkrattlern. Juhu! Freunde, heute machen wir mal eine kürzere Folge, weil ich komme schon wieder nur mühsam hinterher mit dem Hochladen, deswegen heute kürzere Folge, damit das nicht wieder so verpixelt ist, wenn es online kommt. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Aufträge. Professor Weasleys Aufgabe. Sammle die Handbuchseiten zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseite im Buch Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Okay. Und das ist ja auch eigentlich das Einzige, was wir so ziemlich machen können. So, ich schaue mal auf der Karte. Wir müssen natürlich nach Hogwarts. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Komm, mach ich das doch mal. Da können wir wieder was erledigen, liebe Freunde. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen... Doch, doch, oh, doch, doch. Du bist es. Genau das. Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das ist zu gucken. Wie furchtbar. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde.
Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Verdienter Mann, er braucht dringend Hilfe. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Easy. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Natürlich. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Ja, klar. Aber was hat es denn mit dem Fluch auf sich? Warum wurde Marmadukes Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Graynham Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Graynham missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität? Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Graynham es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Graynham fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Graynham es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Wandeln sich meine Füße in Rüben, wenn ich helfe? Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmadukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Warum war Marmaduke berühmt? Warum ist dein Ahne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt. Und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Natürlich. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Alles klar. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Aber hallo, ich tut sie das. Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samanthas Familienwappen auf den Sarkophag legen. Gut, aber ich würde doch jetzt mich vielleicht erstmal, wo wir gerade hier sind, um Professor Weasleys Aufgabe kümmern. Hui. Aufträge. So, pass mal auf. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Finde die Handbuchseite im Buch Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. So. Rittersporn spielt wieder. Wo war denn die Bibliothek direkt nochmal? Talle. War die denn noch? Der Bibliotheksanbau. Bibliothek. Geil. So kann man es natürlich auch finden, Freunde. Revelio. So, die sind am Dancen mit den Gänsen. Oh, na Hallöchen. Ah, ich weiß, wo du hin willst. Kleine Scheiße. Komm schon. Komm her. Na komm. Zack, Junge. Vielleicht ist das Buch, das ich für Professor Weasley holen soll, oben. Dankeschön. Ich hätte auch noch geguckt. Revelio. Thank you.
Hier muss ich noch gut leerräumen, die Bibliothek, ey. Was hier noch funkelt und glitzert. So. Lumos. Lumos. Aha, aha. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Ist doch gut, Mensch. Hallo? Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Also auf so einen Beziehungstest aus der Popcorn hätte ich viel mehr Lust. Könnte lustig werden. Könnte lustig werden, na klar. Ein Quiz klingt nach Spaß. Lernen macht Spaß. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Let's go. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Ist doch schön, dass sie mir keine drei Antworten gibt, sondern das sind einfach die drei Antworten, die ich weiß. Der Schlangenvogel, der goldene Schnatzer, der goldene Schnitzer. Ist das jetzt so für Potterheads? Keine Ahnung. Der goldene Schnatzer ist wahrscheinlich zu offensichtlich. Ich mach der goldene Schnitzer. Der goldene Schnitzer. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Okay, es ist doch welcher so plump. Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Oh, das weiß ich. Felix Felicis. Denn das kam im Film vor. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Das weiß ich auch. Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Jawohl. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Quaffle. Der Quaffle. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffle in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Hm. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Falsch. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. Ach so. Ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Das ist natürlich echt geil für Potterheads so, ne? Ja, komm, hau mal raus. Ich möchte mehr Fragen beantworten. Welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Der Orden des Merlin, habe ich schon mal gehört. Der Orden des Merlin. Nein, das ist falsch. Ah. Richtig ist der Rat der Zauberer. Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, okay, nachdem das Freunde, internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Mhm. Welche Drachenart ist die kleinste? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das antipodische Opalauge. Tut mir leid, aber die Antwort lautet der peruanische Viperzahn. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, aber er ist auch am schnellsten. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Eiszene gefürchtet. Wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? Kam das hier im Spiel vor? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, Mann. Hengist von Woodcroft. Das stimmt. Es wird angenommen, dass Hengist das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte.
Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Sag mal, wie viel kommt denn jetzt noch? Natürlich mit einem Runespor. Oder Runespur. Eine Runespor. Das Runespor. Ist falsch. Die Antwort lautet Demigais. Der Hintertür kann sich unsichtbar machen, aber die, die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Ich weiß es nicht, Mann. Der weiche Zurückfluch. Der weiche Zurückfluch. Nein, die Antwort ist der Patronus-Zauber. Der einzige bekannte Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Laverne de Montmorency. Das ist falsch. Die Antwort, die ich gesucht habe, war Gamp. Eine der wichtigsten Ausnahmen. Okay, kann ich das jetzt bitte, kannst du aufhören? Ich will nicht mehr. Wissen ist die wahre Magie. Nein, es ist... Ich will nicht mehr. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco... Der Basilisk. Das ist falsch. Die richtige Antwort war die... Wie viele Fragen kommen jetzt? Parselmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespor eine andere Funktion. Oh, warum habe ich das gemacht? Der linke Kopf ist der Planer. Warum kann ich da... Oh. In den Pyrin. Nee, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe gar keinen Bock drauf. Nee, nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für noch einen Quiz. Gut, komm zu mir, wenn du es später versuchen möchtest. Das war eine ganz dumme Idee. Gib ich habe jetzt. Das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das mit schreien. Revelio? Ich weiß, Mann. Boah, Alter. Da wurde aus Spaß ganz schnell alles andere. Warum habe ich es nicht bei den ersten Fragen belassen? Ja, dann würde ich jetzt auch nicht so blöd dastehen. So. Ist das nicht hier? Guck mal, da ist er doch. Der kleine Scheißer. Komm mal her. Lumos. Meine Mutter will mit mir sprechen. Ich schätze, sie hat schon einiges von dem erfahren, was wir vorhaben. Ich hoffe, sie ist mir gegenüber nachsichtiger, wenn du dabei bist. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. So, erste Buch haben wir. Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. So, wo soll denn das sein? Wird mir angezeigt anscheinend. Bing. Los, renn! So. Okay, da sind wir schon. Das ist also der unterirdische Hafen. Ach so. Das ist also der unterirdische Hafen. Die graue Dame. Ich würde ja Hallo sagen, aber sie wirkt nicht sehr gesellig. Nee. Schon wieder einen Abgang gemacht. Oh, kommt da nicht hoch. Okay. Revelio. Revelio. Bling. Bling. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler bei den großen See nach Hogwarts bringen. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Aha. Hier kommen die kleinen Scheiße also an. Oh. Oh nein. Muss ich wieder das Auge beklauen.
Nein. Ich habe versagt. Das tut einem so leid, die zu beklauen, ne? So, kann ich hier rausschwimmen? Besen kann ich hier nicht grabben, schade. Hier kommen die dann rein, aha. So, na gut. Dann holen wir uns mal den Spruch, würde ich sagen, liebe Freunde. Das ist ja dann auch der letzte. Und die anderen sind eigentlich nur noch die Flüche. Freunde, dann können wir alle Sprüche. Was ist denn hier los, Mann? Ah, Hogwarts. Lass mich gehen. Ja, ich glaube, ich muss da rein. Revelio. Was ist hier noch? Achso. So. Na dann beschleunigen wir mal die Zeit. Zack. Moin Leute, ja, ich habe hier gepennt. Achso. Seit du mir das Venemosa Tentacula Blatt geholt hast, habe ich keine fiesen Kommentare. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. So. Ah, Y, ah, X. Bumm! Transformation. Voll gemacht. Easy. Geil, jetzt kann ich Sachen in Schmetterlinge verwandeln. Wow. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Natürlich. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Obwohl ich so viel Zeit mit den Aufgaben verbringe. Die Aufgaben haben mir geholfen. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Klar. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Edurus-Trank brauen. Mhm. Hoffentlich werden Sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Dass ich tausende Leute umbringe? Ich hatte ein längeres Gespräch mit Mr. Ollivander, nachdem Sie Ihren Zauberstab erhalten hatten, oder die anschließende Durchsuchung der Eulerei mit Professor Fig zu tun? Nein. Ach, Mann, die weiß doch alles. Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe.
Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Alles klar. So, Und jetzt schaut euch das mal an, Freunde. Wir können fast alles. Nur noch Avada Kedavra und der Imperio-Fluch. Jetzt mal im Ernst. Verwandle Objekte und Gegner in alternative Formen, ob Rätsellösungen oder harmlosen Schnickschnack. Wofür? Also warum? Egal. Halt! Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Mein Plan mit dem Helden. Teilweise Verwandlung. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Ja. Anspielung auf Ron. Funktioniert. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Sprichst du Koboldogak? Hallo, Gareth. War deine Tante in letzter Zeit etwas nachsichtiger mit dir? Leider nein. Tatsächlich gab sie mir vor ein paar Tagen eine Strafarbeit. Ich probierte in einem fast leeren Klassenraum ein neues Rezept aus und das Feuer war schnell gelöscht. Ein Feuer, Gareth? Wenn du Dinge in Brand setzt, solltest du deine Entscheidungen nochmal überdenken. Genau das sagte auch Tante Mathilda. Ich gebe nichts auf Zweifler. Wenn sie mein neues Gebräu probieren, sind Kritiken und Brände vergessen. Es wird größer als Butterbier. Oh, ich habe eine Idee. Ich sollte sie aufschreiben. Viel Glück! Okay. Ja gut, Freunde, wir haben wieder viel zu tun. Ihr habt's gehört, wir haben viel zu tun. Guck dir das mal an hier. Triff Sebastian bei der Aussichtspunktmine. Dörneffekt, sprich mit Poppy. Finde die Dale-Familiengruft. Komm, das machen wir doch mal schnell. Nein, jetzt habe ich... Oh, fuck. Das wollte ich doch nicht. Jetzt... Nochmal zurück, es tut mir leid. So. Zack. Karte. Feldkarte. Oh, hier sind noch ganz viele Flohpulver, die ich aktivieren muss. Dann machen wir erstmal dahin. So. Nehmen wir einen Besen raus. Und jetzt muss ich genau in die andere Richtung. Ja, und guck mal, ich glaube, das ist die Insel, die sieht man, glaube ich, im dritten Teil von Harry Potter. Da stehen, glaube ich, Lupin und Harry und man sieht im Hintergrund das Schloss. Ich glaube, das ist hier. Ich kenne mich eben aus, Freunde. Boom! 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 Nope. Dankeschön. Oh, jetzt nochmal schnell auf der Karte gucken. Ist auch noch eine Prüfung Merlins. Soll ich die gleich mal mitnehmen? Schwupp!
angenehme Überraschung. Was muss ich da nochmal tun? Muss ich die kaputt machen? Ja. Na klar. Boom. Schön mal wieder eine leichtere zu haben. Das war gar nicht so knifflig. Noch heiß. Noch heiß. So, und dann müsste hier noch das Flohpulver sein. Das aktivieren wir auch mal schnell. Flohpulver? Ah, ja. Revelio. So. Aktiviert. Weiter geht's. Aktimalisiert. Oh, kann ich da... Jawohl, Baby. Woo. Noch eine Prüfung, Merlins. Komm. Lass mal erstmal gucken, was das für eine... Ach, nee, das ist mit den... Das ist mit den Schmetterlingen, ne? Ne. 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 Ne, ne, ne. Ist klar, Jungs? Boom! Oh, da ist auch noch eine Nebenquest. Revelio. Wieder mal auf Abenteuertour? Na klar. Bing. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Hey, ich wäre sehr dankbar, wenn du mir und meinem Freund bei einer eiligen Lieferung helfen könntest. Erstmal gucke ich, was hier für ein Brief ist. Eddie, die Angriffe der Kobold-Rebellen auf Feldcroft werden immer häufiger. Es scheint, als würden sie nach etwas suchen. Aber zumindest mir fehlt die Vorstellungskraft zu begreifen, warum sie unser kleines Dorf angreifen. Der Handel leidet jedenfalls darunter und die Menschen sind von Sorgen geplagt. Feldcroft könnte momentan sicherlich etwas von deinem Optimismus und deiner Kreativität gebrauchen. Mir scheint es immer so, als hättest du die besten Ideen. Hast du irgendeinen Vorschlag, mein Freund? Ich Hallo? Weiß nicht, wie viel Hast du Zeit, mir bei einer länger Feldcroft durchhält. Dein Bernard Ndiaye. Keine Ahnung. Hallo. Sie klingen, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Oh ja, kann ich. Gestatten, Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende. Habe ich gelesen. Denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Daher habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Sie haben Kaukohl gegen Kobolde geschickt? Gute Idee. Mit diesem Kohl ist nicht zu spaßen. Genau mein Gedanke. Ich kenne mich mit Pflanzen aus und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Das ist eine schlechte Idee. Warum greifen die Kobolde Feldcroft an? Warum greifen Kobolde Feldcroft an? Mein Freund Bernard sagt, dass sie schon eine Weile in der Gegend gesehen wurden. Er glaubt, dass sie etwas suchen. Aber in letzter Zeit sind sie aggressiver. Können sie keinen neuen Kaukohl anbauen? Könnten sie nicht einfach mehr Kaukohl anbauen oder kaufen? Das schon, aber das würde Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben. Denn Renrocks Schergen werden jeden Tag gefährlicher. Außerdem geht es ums Prinzip. Ich habe diesen Kohl angebaut und er ist außergewöhnlich. Okay. Wo sind die Kisten? Wissen Sie vielleicht, wo die Kisten sind? Soweit ich weiß, wurde eine südlich von Feldcroft gesichtet.
Die andere soll südlich von Brockboro sein, in der Nähe des Flusses. Mach ich. Also gut. Ich werde Ausschau nach 2 Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Na klar. Was verkaufen Sie? Was hat er denn so? Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, war ja klar, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Brauche ich alles nicht. Nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Ja, ich sollte aber vielleicht auch erstmal... Was hast du diesmal für mich auf Lager? Nach meiner eigentlichen Quest gucken. Jetzt ist das schon wieder... Nee, verdammt. Aufträge. Trollbekämpfung? Nee, ich... So, da jetzt nochmal schnell reingehüpft. Plöpp. Oh mein Gott. Plöpp. Plöpp. Da sind wir doch schon. Jetzt aber schnell. Das hat mich noch nie aufgehalten. Jetzt kommt Sebastian schon wieder mit einer Nachricht. Was ist denn hier los? Hör mal. Lass mich doch erstmal was abschließen. Meine Füße haben sich nicht in Rüben verwandelt. Guter Anfang. Gut, vielleicht schaffen wir das die Folge doch nicht mehr. Revelio. Revelio. Pompada. Boom. Da sehe ich doch einen Troll. Ein Kräuterkundler Teufelsschlingen verwendet. Ach, na prima. Okay, Freunde, nee, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Feierabend. Das wird noch eine Weile gehen hier in der Höhle. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen dann zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.